Eingang zum Gefängnis. Menschliches Skelett. Er hat keinen Kopf. Ach du Schande. So, ich will natürlich noch nicht raus, deswegen besser riechen nach Eiche und nach Wein. Hier müssen wir sicherlich nochmal... Okay, da müssen wir nochmal durchschlagen. Aber ich will den Rest noch sehen. Ich glaube, wir sind noch nicht ganz fertig. Das ist da. Dann ist noch eine Treppe runter. Ah, das ist hier. Okay. Dann bleibt nur noch das hier. Ah, das eigentliche Labor des Alchemisten, richtig? Schreibtisch. Fläschchen, Becher, Pulver. Schreibtisch. Haufen Alchemiezutaten. Okay. Hier ist ein Kessel. Und das Ganze ist auch nur wieder Kulisse. Okay. Gut. Ist hier noch was? Die Regale sind doch voll mit interessanten Zeugs, oder? Nicht? Gar nicht? Es ist ein Alchemiekessel. Um ihn herum sind alle möglichen Behälter und Bücher verstreut. Dem Geruch nach zu urteilen, hat hier jemand eine extrem ätzende Säure hergestellt. Da. Lass uns etwas machen. Lies das Buch mit den Alchemie-Rezepten. Wir lesen mal. Das Buch enthält eine Vielzahl von Lesezeichen. Anleitung zur Herstellung von Säure. Ätzende Säure ist grünes Salz plus blauer Schwefel plus rotes Blei. Sequenz unbekannt. Sequenz heißt hier, glaube ich, Reihenfolge. Oder eine Menge, je nachdem. Haben wir, glaube ich, alles. Versuche, Säure herzustellen. Wir lesen nochmal weiter. Ich weiß das natürlich schon. Das Buch enthält eine Vielzahl von Lesezeichen. Notizen zum Salz. Fange nie mit Salz an und höre nie mit Salz auf. Okay. Schwefel. Kein Blei vor dem Schwefel. Und zu Blei. Die Seite ist von Säure zerfressen. Verdammt, okay. Das heißt, wir haben den Hinweis, dass... Salz nicht am Anfang und nicht am Ende ist, also in der Mitte muss es dann sein. Und kein Blei vor Schwefel. Das heißt, wir haben Salz in der Mitte, Blei vor Schwefel, muss also vertauscht, das heißt, wir haben Schwefel, Salz, Blei. Schwefel, Salz, Blei, okay. Schwefel, Salz und Blei. Juhu, die Säure ist fertig. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Cool. So, Drink Me steht da drauf, was ich sehr lustig finde. Es erinnert mich total an Alice im Wunderland, wo auf diesen Keksen noch Eat Me draufsteht. Es ist irgendwie gut. Ich will die nicht trinken, natürlich. Es ist, ja, Säure. Kann alles zerstören. Okay, gut. Dann, hier unten gibt es, glaube ich, nichts weiter. Da dampft irgendwas so bläulich. Das würde ich zu gerne einsammeln. Wir könnten die Leiter noch mal kurz runterlassen. Wir müssen aber, glaube ich, gar nicht mehr runter. So, das Bett ist ordentlich gemacht. Es sieht nicht so aus, als irgendwas hätte da neulich jemand geschlafen. Säurepfütze. Jemand hat die Wand mit ätzender Säure geschmolzen. Sie ist über den ganzen Boden verschüttet, sodass man nicht mehr durchkommt. Tja, dann schauen wir doch nochmal hier. Da steht ein Laptop. Du siehst einen Laptop mit einem leuchtenden Bildschirm auf dem Schreibtisch. Weißt du, wie man das benutzt? Ich habe ein paar Bücher über sie gelesen. Das sollte nicht schwer sein. Durchsuche den Schreibtisch heißt hier, durchsuche den Desktop. Auf dem Desktop steht ein altes Porträt einer Frau. Darunter befindet sich eine Inschrift. Victoria Brominski, Tochter von Edmund III. Bremer Museum 1201. Okay. Diese Victoria schon wieder. Das Einzige, was er installiert hat, ist ein Browser. Das war's. Okay, wir öffnen den Browser. Nur zwei Tabs sind offen. Erster Tab. Informationen zu Bremer Grabstätten 12. Jahrhundert. Er war auf der Suche nach alten Grabstätten und einem bestimmten Grab, um genau zu sein, dem von Victoria Brominski. Ist wohl seine Freundin? Er war wahrscheinlich hinter ihr her mit dem Trank. Ah, er wollte nicht, dass sie stirbt, oder er wollte sie mit dem Unsterblichkeitstrank wiedererwecken. Wenn du recht hast, müssen wir uns beeilen. Ach komm schon, warum lässt du sie ihn nicht sehen? Dafür haben wir keine Zeit.
seine E-Mails mit seinem Chef von vor einem Monat. Wie kann er gleichzeitig der Alchemist von Anushismitod sein und jemand, der hier wohnt und E-Mails mit seinem Chef austauscht? Das frage ich mich. Habe ich irgendwas übersehen? Er hat versucht, sie zu überzeugen, ihm eine Waffe zu geben. Er hat gesagt, es würde es einfacher machen zu sehen, ob der Unsterblichkeitsdrang funktioniert oder nicht. Hier heißt es, denn es war in der Tat schwer, Blut mit einer gebogenen Klinge zu vergießen. Ein höchst schwieriges und schmutziges Geschäft. Sehr praktisch orientiert. Sie haben ihm also eine Erlaubnis gegeben, eine Waffe bei seinen Experimenten zu benutzen? Genau. Es ist unmöglich, aus diesem Labor zu entkommen. Also haben sie zugestimmt. Du meinst, es war unmöglich, oder? Du schaust auf die geschmolzene Wand. Ja, es war unmöglich. Ich hoffe, er ist nicht zu weit gekommen. Was soll da schon passieren? Der Typ hat Säure, der Typ hat eine Waffe, der Typ hat einen Unsterblichkeitstrank. Das gibt den perfekten Bösewicht ab, wenn man es genau nimmt. Jemand, der nicht sterben kann und der bewaffnet ist. Suchverlauf. Online-Fahrschulunterricht. What? Und eine ganze Reihe von Namen von Chemikalien. Ja, die Chemie hat in den letzten 1000 Jahren große Fortschritte gemacht. Das ist wohl so. Okay, wir sind hier fertig. Wir haben alles durchsucht. Das Fläschchen, was wir holen sollen, ist nicht hier, denn der Typ ist höchstwahrscheinlich damit abgehauen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir ihn irgendwie noch eingefangen bekommen. Auf irgendeinem Friedhof, denke ich mal. Wenn es tatsächlich darum geht, seine Herzallerliebste wieder... Ne? So, die Wand. Du kannst den Wind zwischen den Ritzen, durch die Ritzen zwischen den Ziegeln spüren. Sieht aus, als hätte jemand den Eingang zum Labor zugemauert. Von innen. Wir schlagen uns da mal durch und treten heraus. Juhu. So, da ist die Tür. Eingestürzte Treppe. Der Durchgang ist eingestürzt. Da kommen wir sicherlich nicht mehr raus. Hier sind noch Papiere. Eine alte Notiz. Alexander Mitiski, der berühmte Alchemist, er ist es also echt, verübte ein kühnes Verbrechen, das ganze Königreich erschütterte. Der Bastard braute unserem König einen Trank, der ihm das ewige Leben bringen sollte, sich aber als Gift entpuppte. Hiermit ordne ich an, den Alchemisten zu enthaupten und seine teuflische Höhle zu versiegeln. Ratsmitglied des verstorbenen Königs. Aber warum? Er hat den König umgebracht, wurde dann hier eingesperrt und aus irgendwelchen Gründen, das ist dann ja seine Leiche, ne, enthauptet, ohne Kopf. Wie kann er dann gleichzeitig hier sein? Montagebereich. Ah, hier können wir wieder Sachen schieben. Ist hier noch irgendwas? Notiz? Auf dem Schild steht: Nimm das ganze Geld, das du von deinen Kunden bekommst, um nach Rosentown zu fahren, alle schicken Teppiche aufzukaufen und sie nach Victoria zu schicken. Zu Victoria wahrscheinlich, zu ihr, so wie früher. Oh, Alter. Ich erschrecke mich schon noch ein bisschen, auch wenn ich weiß, dass es passiert. Gut, schicke Teppiche und so. Da sind noch Münzen, richtig? Yes. Und da ist was. Nix. Sehr ganz toll. Gut. Oh oh. Ach, okay, da sind wieder kleine süße Tintenfresser, Spinnen. Das kriegen wir doch locker hin. Die haben eine ganz schöne Reichweite. Tschu. Und die letzte. Da reicht auch der normale an. Okay. Wir müssen wieder ein bisschen was essen. Und wir haben ein bisschen Tintenmangel. Looks nice. So. Keine Ahnung, was man damit sonst noch machen kann. Wir looten mal schnell. Pflanzen. Mhm. Und da noch was. Ring nochmal. Schön. So, hier sind noch Materialien. Behälter mit den unterschiedlichsten Dingen darin. Ziegelsteine, Bretter, alles Mögliche. Okay. Hier wurde wahrscheinlich gerade so eine Mauer nachgebaut. Da sind noch mehr. Oh, zwei Papier. Und ein Apfel. Sehr gut. Aufbauanleitung.
Anleitung zum Wiederaufbau des Gefängnisses von grundlegenden Details bis hin zu komplexeren Dingen. Okay, Tür nach draußen. Das ist die Außentür. Es gibt nicht mal ein Schloss oder so. Wie sollen wir sie denn öffnen? Wahrscheinlich lässt sie sich nur von der anderen Seite öffnen. Sieht aus, als hätten sie nie vorgehabt, den Alchemisten hier rauszulassen. Was machen wir jetzt? Brechstange, Hammer oder mit der Säure? Ich würde mal sagen, die Säure. Wir können aber erstmal den Hammer versuchen. Du schlägst sie so fest du kannst mit dem Hammer. Ring. Der Hammer prallt mit einem kaum hörbaren Klirren ab. Hat nicht mal eine Delle abbekommen. Jetzt machen wir Säure. Du öffnest den Trank. Die Luft ist von einem beißenden Geruch erfüllt. Das Papier auf deinem Kopf rollt sich langsam zusammen und trocknet aus. Also, wenn es bei dem Alchemisten funktioniert hat, dann wird es auch bei uns funktionieren. Versuchen wir es. Riech an der Flasche? Nein, ganz sicher nicht. Das verbrennt mir bestimmt die Nase. Wir gießen den Trank. Du spritzt den Inhalt des Fläschchens auf die Tür. Schicht um Schicht des Metalls löst sich ab und tropft auf den Boden. Nicht schlecht. Verschwinden wir von hier, bevor wir in dieser Säure schwimmen. Okay, aber... Oh, peng, peng, peng. Was heißt peng, peng, peng? Waren das Schüsse? Ja, und sie waren nah dran. Beeil dich. Ach, schön. Nicht schön. Wissenschaftliches Institut. Okay, wir sind also in einem Institut. Hier ist nichts, da ist ein Schreibtisch. Wir gehen mal ganz kurz. Tür. Büro des Direktors. Lass mich raten, er ist erschossen worden, natürlich. Der Alchemist läuft gerade amok. Patronenhülsen. 3 Stück. So, hier ist nichts, hier ist nichts. Mappe mit Papieren. Stapelberichte, okay. Muss ein lokaler Anführer sein, 3 Kugeln im Kopf. Monitor. Der Computermonitor ist mit Blut bespritzt, aber unter dem Blut ist ein offenes Dokument zu sehen. Ich will sehen, was das ist. Komm schon, bevor der Alchemist entkommt. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen den Zwiespalt. Je länger wir lesen, desto weiter entkommt er uns. Aber ich bin doch neugierig. So, Bericht. Datum 31.04.45. Fortschritt bei Trank A1, Trank des ewigen Lebens. Der gestrige Versuch Nummer 344 des Alchemisten war erfolglos. Der Körper des Probanden wurde zerstört. Wir haben nur noch 4 Probanden. Wir müssen unsere Forschung für etwa 2 Monate auf Eis legen. Der Alchemist behindert den Prozess nicht mehr. Ich glaube, er ist kurz davor. Der Bericht ist an dieser Stelle abgeschnitten. Anscheinend dachten sie, er würde den Trank einfach freiwillig herausgeben. Okay, ich glaube, der hat das für seine eigenen Zwecke genutzt, ne? Seine Geliebte wieder zu beleben. Und die dachten alle, er macht den Trank und dann können sie ihn entsorgen und haben den Trank. Ist ja klar, dass das so ein kleiner Interessenskonflikt wird. So, E-Mail? 3 neue E-Mails, der Rest ist alles Spam. Eine Rechnung von Reversi, das ist diese Band. Brief an die Investoren, Brief vom Hauptmann der Wache. Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, dass er uns entkommt. Ich weiß, wie wichtig das Labor T17 ist und ich kann Ihnen versichern, dass John mein volles Vertrauen genießt. Er war früher Sicherheitsbeamter in der Billary-Zentrale und davor mein persönlicher Leibwächter, also vertraue ich ihm buchstäblich mit meinem Leben. PS, was die neuen Türen zwischen dem Wissenschaftsbüro und der Versuchsanlage betrifft, so versichere ich dir, es ist absolut unmöglich, sie von innen zu öffnen. Mit Schlössern wie diesen braucht man John eigentlich nicht. Okay. Ja, ich glaube, das andere ist nicht so interessant. Wir gehen mal kurz, bevor es zu spät ist. Aber sonst hatte ich hier nichts mehr gesehen. So, hier ist nichts. Da ist unsere Säure. Hier sind noch Schränke. Da ist ein Schreibtisch, auf dem ich zu gerne irgendwas looten würde. Oh oh. Da musste wieder jemand dran glauben. Ja, verdammt. Das ist John. Der Wachmann, schon tot. Verdammt. So, hier sind noch Papiere. Ein Eintragsbuch mit sauberer Handschrift. So, hier ist nichts Spannendes mehr. Nee, okay. Hat er die Tür aufgelassen. Honk. Okay, Mist. Er war es, der Alchemist. Bist du sicher? Ja, ihm nach. Komm, wir nehmen ein Taxi. Taxi. Wie passend, dass da gerade eins steht. Schnell, dem Auto hinterher.
Der Fahrer starrt dich entsetzt an. Du Idiot, ich hab dir gesagt, du sollst dein normales Gesicht benutzen, nicht dieses komische Papiergesicht. Wie sonst hätte er auf deine Visage reagieren sollen? Okay, wir können unser Aussehen ändern oder wir schubsen den Fahrer einfach aus dem Auto. Wir haben, glaube ich, keine Zeit mehr für Höflichkeiten. Ja, siehst du, wir haben keine Zeit für sowas. Verängstigt leistet der Fahrer fast keinen Widerstand. Du springst hinter das Steuer des Taxis und hängst den Käfig deines Bruders an den Rückspiegel. Wie so ein Schrumpfkopf in Harry Potter im Bus. Schnell, folgt dem Alchemisten. Los geht's. Oh oh, das klang nicht gut. Friedhof Bremen. Tja, wundert mich nicht, der wollte ja zum Friedhof für seine Liebste. Alchemist. Der Alchemist kriecht langsam zum Friedhofseingang. Sieht so aus, als ob er sich bei dem Unfall das Bein gebrochen hat. Oder eher beide Beine. Und einen Arm. Oh Mann, der arme Kerl. Fast geschafft. Stell dich ihm in den Weg, beobachte ihn schweigend. Ja, es tut mir leid, ich habe nicht so viel Auswahl. Sei einfach nachsichtig mit ihm, okay? Dafür habe ich keine Zeit. Dreh ihn um und vielleicht gibt er es uns ja freiwillig. Gib mir, was ich brauche. Und ich lasse dich gehen. Okay, wir drehen ihn doch nochmal um und durchsuchen ihn selbst. Der Alchemist versucht mit großer Mühe zu widerstehen. Aber in der rechten Tasche seines Mantels findest du den Trank ganz leicht. Nun, das wär's. Ist erledigt. Victoria. Das... Victoria? Ich werde nach der... Seine Geliebte, erinnerst du dich? Ist mir Achtung. Ich habe keine Ahnung, was das hier soll. Achtung? Ist dir klar, dass der Trank, wenn du ihn nimmst, für immer aus diesem Buch verschwindet? Er wird aus seiner Geschichte verschwinden. Er hat sein Ziel so oft erreicht, immer und immer wieder, jedes Mal, wenn jemand das Buch liest. Und dieser Kreislauf wird durchbrochen. Er wird seine Geliebte mit diesem Trank nie wieder zum Leben erwecken können. Ich tue das, um dich zu retten, du Idiot. Retten? Wovon redest du? Ich bin tot. Wenn ich wieder schreiben kann, werde ich dich in meinem Buch schreiben. Du wirst hier wohnen bleiben. Ah, toll. Und wie unterscheide ich mich dann von dem Alchemisten? Da hat er nicht ganz Unrecht, muss ich sagen. Hat er nicht ganz Unrecht? Vielleicht hat ihn jemand anderes in dieses Buch geschrieben. Um ehrlich zu sein, ja, ich wette, genau das ist passiert. Um das Andenken des Vaters oder des Sohnes willen oder des Bruders. Entscheide selbst, was du tust. Schlag die Tür des Käfigs deines Bruders zu. Was da? Peng. Dein Bruder verstummt mitten im Wort, als hätte jemand das Kabel aus dem Lautsprecher gerissen. So, entweder wir gehen jetzt oder, hey, wir haben eine Idee. Ich mach mal, hey, wir haben eine Idee. Du gehst auf den Mülleimer zu. Darin befindet sich eine halbleere Limonadenflasche. Nostalgiesammlung Flyon 70s. Keine Ahnung. Das wird reichen. Schütte den Rest aus. Du schüttest den Rest der Limonade auf den Asphalt. Du gießt die Hälfte des Unsterblichkeitstranks in die leere Flasche, die noch klebrig ist von der zuckerhaltigen Limonade. Du lässt die andere Hälfte im Originalfläschchen und gibst sie dem Alchemisten. Er richtet sich auf und nimmt den Trank mit zitternder Hand entgegen. Die Hand, die nicht gebrochen ist. Okay, wir geben ihm die Hälfte. Wir teilen, damit er seine Geschichte weiter erleben kann und wir unseren Auftrag erfüllen können. Ich hoffe, das reicht unseren Auftraggebern. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber es ist natürlich eine niedliche Idee. Es tut mir leid, dass du jetzt, ne, hier gebrochene Hand, gebrochene Beine. Er kann dich anscheinend nicht hören. Er stützt sich auf das Geländer und krabbelt langsam zum Friedhofstor. Wir verlassen das Buch. Tja, da sind wir wieder. Ich denke immer, dass da irgendwann mal jemand steht. Haben den Auftrag erfüllt, zumindest so halbwegs, hoffe ich. Das Fläschchen geht rein und die Kiste... kommt drauf. Vielleicht wartet der Kurier unten. Wir gehen mal gucken. Dass sich hier niemand an diesen ganzen offenen Türen stört, ey. Ich störe mich dran. So, was da? Okay, irgendwelche Geräusche von draußen.
Hier ist quasi der Eingang. Wow, okay. Es sind ganze 20 Zentimeter bis zur nächsten Hauswand. Oder das war sowieso schon zugemauert. Können wir uns ja hier nochmal kurz umgucken. Hier war ich ja noch nicht. Da ist auch Hauswand. Alter, dieses Haus ist ja eine Katastrophe. Da ist keiner, okay. Hier noch irgendwas Spannendes. Ach Mensch, guck mal, Müll. Ja, nehme ich doch gerne. Oh, Apfel und Silberbarren. Wer lässt denn sowas hier liegen? So, das sieht alles aus wie Farbtöpfe und Spraydosen und sowas. Das ist seltsam, dass sie hier mitten im Flur, also im Haus, wo ja mehrere Parteien offensichtlich wohnen, irgendwie so einen Raum öffentlich zugänglich haben. Ich weiß auch nicht. Okay, wir gehen mal zur Tür.